Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Endlich mal wieder. Lang, lang ist es her, Thomas, oder? Ja, eine Weile gedauert, bis wir uns wieder zusammengerauft haben. Genau, geht nicht immer so schnell. Und heute starten wir mal wieder mit einem spannenden 10-10-10. Also wir haben wieder einen Gast im P2P-Café von einer P2P-Plattform und wir erzählen euch wieder ein bisschen was drumherum, worum es dabei geht. Und zwar hatten wir ja eine recht neue Plattform beziehungsweise ein neues Produkt, was uns näher gebracht wurde, und zwar Monefit Smart Saver, was ja auch gerade in der Community ein großes Thema ist, würde ich sagen. Und Thomas, vielleicht erzählst du mal kurz unseren Zuhörern, worum es dabei geht und was da so dahinter steckt. Genau, es geht nicht um Tagesgeld, sondern es geht um den Tagesgeldkiller, Monefit. Dann wieder ein tolles Produkt, was uns an viele Dinge erinnert, was wir auch dann im Interview später haben werden, die wir schon kennen von Bondora. Also es geht um ein Saving-Tool von Monefit, Smart Saver. Das ist eigentlich ein Ableger von Credit Star. Deswegen kann man auch sagen, ist es nicht erst letztes Jahr, 2022, gegründet worden, sondern hängt an einer Firma, die es schon seit 2006 gibt. Credit Star. Kann ja mal kurz durchgehen, wen wir da hinten dran haben hinter Credit Star. Da gibt es einen Aro Sosa, der CEO von Credit Star, und der ist damit auch von dem Produkt der Chef. Das Ganze ist reguliert, unter anderem durch die estnische Finanzaufsicht. Wir wissen nicht genau, wie viele Investoren das sind, aber wir wissen, dass also mindestens 1 Million Euro schon sind, die sie eingesammelt haben. Die sitzen auch in Tallinn, Estland, unter der Monefit Card OÜ. Wichtig, weil wir ja schon so Tagesgeld angeteasert haben. Das ist halt natürlich kein Tagesgeld. Es gibt also keine Sicherheiten. Dafür aber eine ordentliche Rendite. Und zwar, wenn man den effektiven Jahreszinssatz anguckt, sind es nämlich 7,25%. Warum das wichtig ist, das erfahren wir später noch, wie das mit dem Zinseszins funktioniert. Und sowas wie eine Rückkaufgarantie gibt es nicht, weil das Ganze nämlich fast immer verfügbar ist. Ne? Ja, genau. Ist ja ähnlich wie Bondora Go & Grow, wo wir ja auch noch zu dem Vergleich kommen. Genau, also man muss 10 Tage warten, bis man wieder an sein Geld kommt. Aber auch das wird er uns noch erzählen, warum das ein ganz wichtiges Instrument oder ein ganz wichtiges Kriterium ist bei dem Ganzen, was sie da sich ausgedacht haben. Und hinten dran liegen eben die bekannten Konsumentenkredite von der Credit Star Group, die zum Beispiel jetzt letztes Jahr ungefähr 230 Millionen Euro finanziert hat. Ihr könnt ab 10 Euro mitmachen. Die Strategie ist halt einfach Instant Invest, also ihr klickt hin, investiert sofort und es ist eben Tagesgeld ähnlich. Es gibt kein Rating, es gibt noch kein Treueprogramm, auch dazu werden wir vielleicht noch was hören. Geschäftsbericht von Credit Star liegt eben vor, von der letzte meine ich von 2021, aber ich glaube, gerade heute haben wir doch was Neues gesehen, ne? Von 2022. Ja, ich glaube, Quartalsbericht, bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwas habe ich auch gesehen, ja. Genau, mit relativ guten Zahlen können wir ja im Fazit vielleicht auch nochmal kurz drüber reden. Und was natürlich auch nicht uninteressant ist, es gibt satte 2% Cashback für die ersten 60 Tage. Tatsächlich, das erhöht nochmal die Rendite. Ich glaube, bei mir waren es dann sogar fast 8% mit dem Cashback, was ich damals auch abkassiert habe. Und ja, ich habe schon ein bisschen rumgetestet und die Auszahlung läuft tatsächlich exakt nach 10 Tagen. Also sie sagen ja, glaube ich, bis zu 10 Tagen, aber ja. Nach Credit Star Manier überweisen wir natürlich nicht vorher das Geld, Genau, sondern exakt am 10. Tag. keine Sekunde vorher. Genau, und da das Produkt doch interessant ist und eben ein paar Fragezeichen da schon noch waren, haben wir uns gedacht, holen wir den Produktverantwortlichen ans Mikro. Genau, und zwar, das war der Kashyap Shah, Spitzname Cash. Wie bezeichnend, ne? Ja, genau. Und ja, der Kash ist für Credit Star tätig. Und ist Produktmanager für Monefit, der arbeitet aus London. Da sitzt wohl ebenfalls auch ein kleines Team von Credit Star. Aber er ist wohl auch, ich glaube, er hat gesagt, circa die Hälfte der Zeit in Estland vor Ort im Hauptquartier. Und ja, der ist ziemlich fähig, also fand ich echt eine sympathische Persönlichkeit, ist schon jahrelang im Finanzbereich tätig und hat laut seiner Aussage ja, ein Verständnis dafür, was die Menschen mit ihren Finanzen so machen und worauf sie achten. Und das wollte er bei Credit Star auch einbringen, beziehungsweise dann für Monefit. Sollen wir ihn mal sich vorstellen lassen? Ja, kannst du machen. Sure, so thanks for inviting me. My name is Kash. I'm the Chief Product Officer for Credit Star Group. I'm basically working from our London office. So I'm based in London, but I travel to Estonia at our headquarters quite often. I joined the group 1.5 years ago, but just to give you a little bit of flavor in terms of my background, I have been in consumer finance for a couple of decades now. I have worked for four of the largest banks in the world, JP Morgan, Barclays, UBS, Bank of America,
I built a few of the payments business, I built a couple of consumer finance business. These were all, you know, exited. So I have a very good understanding and appreciation for how people manage finance, which is what effectively I wanted to bring in when I joined the group. At CreditStar, I look after product design, marketing, and operations. So Monofit is a brand of the CreditStar. So it's still part of the same group. So Monofit is still part of the CreditStar group. Ja, also man hört es auf jeden Fall ein beeindruckender Lebenslauf und ein ziemlich gutes Englisch, deutlich besser als unseres. Ja, und es war ja fast wie ein Vorstellungsgespräch. Also ich habe gedacht, einen Eindruck gehabt, Lars, du hast ihn gekauft. Hörte sich so an, ja. Aber haben wir tatsächlich nicht. So sieht's aus. Ja, und dann ging es schon los mit den richtigen Fragen. Ne? Ja, genau. Da haben wir ihn so ein bisschen als erstes gefragt, ob ihn der Erfolg von dem Produkt überrascht, weil also zu Anfang war es, glaube ich, ein bisschen behäbig. Ja, da haben gedacht, was ist das denn, Monofit Smart Saver? Aber aktuell merkt man doch in der Community, dass es das ganz gut abgeht. Und da haben wir ihn gefragt, ob der Erfolg des Produktes in den oder Monofit Smart Saver denn überrascht hat. Absolutely. I'm absolutely thrilled. The team is absolutely delighted with the positive response that we have received so far. What I would say to that is when we started this product, you know, we started with a set of hypotheses after a lot of research, and we wanted to build a pretty good high return earning fixed income product that removes all the complexity for everyday users and the pro users as well. So far, the response has been amazing. We have been slowly increasing our coverage in all the countries in Europe. The more important part is we have been learning a lot. And it's really encouraging to see how our users are helping shape the product. So yeah, absolutely delighted. I think we've got an amazing backlog and very little time to build all the functionalities. But yes, we are very happy so far. Ja, also Sie sind zufrieden mit Smart Saver gerade, laut Cash. Er meint, es ist halt auf die Tatsache zurückzuführen, dass man halt versucht, ein recht simples Produkt auf den Markt zu bringen oder das auf den Markt gebracht hat. Halt, ja, wie Bondora, also einfach Geld rein und dann macht es im Hintergrund was. Und aktuell sind Sie dabei, das Produkt in ganz Europa auszurollen. Und jetzt haben Sie auch extrem viel Feedback von den ganzen Usern bekommen seit dem Beginn des Produktes. Und da sind Sie halt dabei, das abzuarbeiten. Da hat er auch in seinem Nachgespräch, kann man sagen, noch viele, viele Sachen erzählt, off record. Also da haben sie deutlich mehr vor, muss man ja sagen, als die Funktionalitäten, die Bondora beispielsweise bietet. Von daher bin ich mal gespannt. Ja, vielleicht sollten wir gerade noch erwähnen, weil das sich so aalglatt bei dem Cash anhört, dass die, dass er die Fragen nicht alle im Vorfeld bekommen hat. Also das, der ist einfach so. Ja, unser 10 in 10 heißt zwar 10 Fragen, aber das sind nur 5 vorher bekannt und 5 andere sind geheim, die kriegen sie nicht, die kriegen sie tatsächlich live und in Farben, müssen darauf antworten. Plus einen Haufen Zusatzfragen, müssen wir bei diesem Mal auch noch sagen, ne? Genau, ja. Er ist einfach, ja, ziemlich gut, was die Darstellung angeht und, kann, ja, hat einfach viele Informationen über die Creditstar Group und über das Produkt, also. Das ist scheinbar der richtige Mann am Ruder, könnte man sagen. Könnte man die Vermutung haben. Er war sattelfest auf jeden Fall. Das kann man so sagen, ja. Ja, aber ich musste dann trotzdem ja mal, wie immer, muss ich ja dann die rote Karte, habe ich gesagt, oder musste ich mal die etwas dunkleren Fragen stellen. Ich wollte von ihm wissen, denn wie es denn um CreditStar bestellt ist. Na, Ländermarket hat ja den Kreditgeber CreditStar abgewertet, was, wenn man das Portfolio so anguckt, also es ist auf den letzten Plätzen, das hatte man ja schon im anderen Tenenten. Und ja, auch das Thema Anleihe oder, ja, Bond ist ja immer wieder offen, war ja auch offen, wie sieht's aus mit einer Finanzierung, schaffen sie es, einen neuen zu finanzieren? Und ja, das wollte ich natürlich von ihm wissen, wie es da aussieht, wie er das sieht, das Ausfallrisiko von seinem Produkt. Hören wir mal rein. So I think the Ländermarket is an independent business. So they recently changed the scoring mechanism and revised our score on the platform. So we understand that that might have raised some concern with some of our investors. But what I would say is we at CreditStar, we are absolutely committed to maintain the financial stability and managing the risk effectively. We are in a pretty strong position. We have been operating since 2006. Our portfolio has been growing. The quality has been improving. And in spite of all the current situation with regards to bonds, the platforms, I think we are reasonably pleased the way we have managed the financing part of that. So in a nutshell, I would say is, you know, we are dedicated to ensure the financial well-being for our investors. And we want to make sure that we are very transparent in terms of all the communications that we have with our platform. And we are in constant touch with all the platforms and investors that we work with.
Ja, war jetzt schon so ein bisschen eine Marketing-Aussage, fand ich. Aber er hat halt nochmal betont, dass Ländermarket eben unabhängig ist und auch unabhängig raten darf, wie sie das halt für richtig halten und einschätzen. Und sie selbst sehen sich ja in einer sehr starken Position, eben seit 2006 stetig am Wachsen, managen ihre Risiken, die Qualität des Portfolios nimmt ständig zu oder stetig zu. Und ja, mit dem Thema Bonds und Plattformen, da ist er der Meinung, dass die finanzielle Situation geklärt ist. Kann man ein Stück weit ja auch bestätigen, eben die Q1-Zahlen, die sehen ganz gut aus. Sie haben nämlich wieder Gewinn gemacht im Q1 2023, 2 Millionen. Und auch die Zinsen können sie sich leisten, wenn man das so sich anguckt. Also von daher war die Aussage zu dem Zeitpunkt absolut korrekt. Gibt es nichts dran zu wackeln. Und sein Thema war dann ein Stück weit, ja, sie wollen eben das Beste für uns Investoren herausholen und in alle Richtungen sich transparent darstellen. Das ist halt dann der Marketingteil, ne? Ja, natürlich, sie wollen nur unser Bestes. Unser Geld. Ja. Aber ich finde es mal bei Coinstar echt ja, sehr beachtlich. Also ich glaube, die werden ja schon seit Jahren Ja. gefühlt totgesagt. Aber irgendwie tritt es nicht ein. Also jetzt sehen ja die Zahlen scheinbar wieder ganz gut aus. Und ich glaube mal, die werden auch das wieder überstehen. Und damit könnte Monifit natürlich auch nochmal einen ordentlichen Schub bekommen. Bin ich mal gespannt. Ja, der Andreas, der Bandit, hat das ja sich angeguckt, den wir auch schon im P2P-Café haben, gerade jetzt heute und eben Quartalsergebnis 2 Millionen und die Zinskosten sind jetzt bei knapp 15%. Das heißt, da ist immer wohl noch eine Marge drin, weil sie sich leisten können bis hoch zu 19,4%. Also das ist sozusagen das Maximum. Also das heißt, sie haben immer noch Gewinnmarge, selbst wenn sie Cashback rausgeben und 17 oder 15% Kredite machen. Also da ist wohl immer noch ein bisschen Luft drin. Und daher muss man sich jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel Sorgen machen. Aber vielleicht, ohne aufs Fazit vorzugreifen, gehen wir mal weiter in den Fragen. Das war schon mal so die dunkle Ecke, dann kamst du ja noch. Genau, ja, ich hatte nochmal gefragt, wie das mit Monifit aussieht, wie eng denn die Bindung zur Crystal Group ist. That's right. So Monobit is a brand. And if I can add a couple of points here. So eventually, we want to double down on that particular brand. In fact, yesterday, we launched our new website, monobit.com, so you could check it out, where we have got now the Finland and Estonia markets onto that global platform. So eventually, there'll be one global platform called Monobit. Ja, also wie er Brand ausspricht, ist super cool. Ne? Also ich könnte mir ja stundenlang zuhören bei seinem Englisch. Ich merk's schon. Also er sagt, Monifit ist also eine Marke der CreditStar Group. Und im Vergleich dazu beispielsweise ist Ländermarket eigenständig, aber die sind eben zu einem hohen Prozentsatz trotzdem abhängig von ihrem größten Kunden, der eben auch CreditStar ist. Ich glaube, in unserem 10 in 10 mit denen war irgendwie die Rede von 90% oder so. Also man kann irgendwie sagen, es ist alles ein Topf. Aber der Plan ist, dass Ländermarket auf jeden Fall eigenständig ist und Monifit bleibt eine Marke der CreditStar Group. Also die gehören tatsächlich zusammen, aber Ländermarket eben nicht. Und dann hast du dich ja angefangen zu sorgen um die schönen Zinsen, ne? Ja, genau. Nützt ja alles nichts, wenn sie es dann senken auf 4%, so wie das Bondora gemacht hat, oder gar ein Einzahlungslimit von 100 Euro pro Monat oder so einführen. Schauen wir, was er dazu zu sagen hat, ob es bald Limits gibt und Zinssenkungen. I think I've had this question from quite a few people, and I think the real answer is let me break it down into two parts. So I'll talk about the deposit limits. We don't have any plans to curb the limits right now. In fact, our limit is 100K for everybody. We don't have any package like how the Bondora would do at this point in time. We are constantly evaluating that and to see if our product is fitting to the customer needs. So I would say is at this point in time, when it comes to the limit, I think we are happy where we are. In future, we might review this and adjust the limit according to our users' need, but it would be purely based on what our investor wants to see in the product. Now, when it comes to the interest rates, we always wanted to maintain a consistent interest rate, and we are sticking to that. In future, we may review again the interest rate, but we don't have any plans to adjust at any given time. Ja, also es gibt aktuell keine Pläne, da ein Limit einzuführen. Das Limit derzeit liegt bei 100.000 Euro pro Person. Das ist schon eine ganze Menge. Und auch für die Zinsen gibt es aktuell keine Pläne, die irgendwie zu reduzieren. Aber was er halt sagt, ist, dass beides in Zukunft unter Beobachtung steht und dass halt am Ende auch alles profitabel sein muss. Ansonsten bringt das nichts. Wenn die uns jetzt halt die ganze Zeit 7% Zinsen anbieten, aber das dann irgendwie nicht funktioniert auf der anderen Seite. Es muss also immer eine Balance bestehen und das muss halt immer beobachtet werden. Das heißt, es kann auch sein, dass es da in Zukunft zu Änderungen kommt.
Aber das gehört halt einfach dazu. Es ist halt nicht auf Lebenszeit. Es ist ja keine Ehe. Allerdings glaube ich auch nicht, dass das so schnell passieren wird, weil gerade weil wir jetzt wissen, wie die Zinskosten an der anderen Stelle sind, eben über Ländermarkt oder über den Bond, der glaube auch mit 14% oder sowas rauskommt. Und wenn das Monefit Smart Server nicht eine extrem hohe Fluktuation hat, dann sollten die 7% über lange, lange Zeit haltbar sein. Ja, ich denke auch. Also mit 7%, das ist schon, da kann man ja auch den großen Konkurrenten schlagen, zu dem wir gleich auch nochmal kommen. Genau. Ja, aber du musst natürlich erstmal wieder das Tagesgeld rausholen. Aber ich musste die Tagesgeldkeule rausholen und wollte mir von ihm erklären lassen, was dann wieder der Unterschied ist zwischen ihrem Produkt und Tagesgeld, weil draußen gibt es ja schon einige, die das wirklich auf die gleiche Stufe stellen. Daher ist mir nicht aufgefallen. Dir nicht, ne? Ne, mir auch nicht. Nee. Also es gibt überhaupt, wenn du nach Tagesgeld und Monefit suchst, findest du bestimmt gar nichts im Internet, oder? Fast nichts, ne? Fast nichts. Oh, okay. Dann nur dich. Nur mich. Jetzt hören wir mal, was er dazu zu sagen hat und dann hören wir nochmal eine Nachfrage von mir. Yeah, sure. So when we compare the Monefit Smart Server to the traditional savings account offered by, you know, the banks, the real difference is how you actually use the product. So setting up a smart server is absolutely easy. You could literally onboard onto the product in a couple of minutes time and get started depositing the money. What your user really loves about our product is the flexibility. So there is no control. You will have a control over your savings account. There are limits, there are lock-in periods, there are fees, but we don't have any of that with the smart server. The perhaps the most important part is the way we pay the interest. So we pay the interest on a daily basis. So your effective APY is somewhere around 7.25% when you combine the compounding effect, which is quite different to the savings product. And when you actually compare that with the inflation, you know, the inflation is going up, which the savings account can't keep up with. So your money is actually losing the buying power if you put that into a savings account in a longer period of time. And again, I would say the Monefit Smart Server is not a bank, so the deposits are not actually insured like the savings account, and we invest through the consumer loans, through the P2P structure. So, I mean, these are the difference, I would say. Aus seiner Sicht interessant war der größte Unterschied eben das Thema Einrichtung. Also nett war sein Versprecher, von wegen es gibt keine Kontrolle. Aber er hat damit eben gemeint, es gibt keine Limits und keine Gebühren, keine Einschränkungen für den Investoren. Es ist eben na, so One-Click-Fits-It-All-mäßig. Also es ist ja auch wirklich extrem einfach. Also das schafft jeder, das Geld zum Investieren dazu bringen. Und ja, bei dem Produkt selber findet er noch den Unterschied zum Tagesgeld. Weiß ich jetzt gar nicht, was Banken nicht auch machen, aber dass es halt eben tagesbasierte Zinsen gibt und damit halt auch der Zinseszinseffekt voll durchschlägt und wir durch das Ganze dann eben über 7% kommen, eben auf die 7,25% und hat dann noch einen Vergleich zur Inflation gezogen. Da hast du ja später auch nochmal reingekrätscht, ne, mit der Inflation und weil 7,25% sind halt nun mal auch nicht gerade die britische Inflation und je nachdem auch nicht gerade die deutsche Inflation. Aber das haben wir noch für später den Punkt. Und ja, ich fand das ganz, ganz faszinierend, wie er das so geschafft hat, in 59 Sekunden über die ganzen Vorzüge zu reden und im letzten Satz wenigstens noch so ein bisschen nebenbei zu erwähnen, dass es eben keine Bank ist und keine Sicherheiten gibt, sondern P2P-Kredite sind. Und da muss ich natürlich nochmal nachfragen, warum denn der letzte Punkt, ob denn der relevanteste Punkt sein sollte aus Investorensicht. Und dazu hat er eine ganz kurze Antwort noch gehabt. That's right. I mean, but for what it is worth, we haven't had that feedback from our customers. Our customers really like the simplicity of the product and how we remove the complexity of setting it up. Bin wohl nur ich, der sich da Sorgen um Sicherheit macht. Also die Kunden draußen, die wollen das gar nicht. Die wollen was ganz Einfaches haben. One click fits it all. 7%, 7,25%. Sicherheit ist nicht so wichtig. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber deswegen funktioniert es auch so gut. Ja, genau. Immer ich, der alte Bedenkenträger. Deswegen, Lars, hast du nochmal nachgetreten mit der Inflation, damit nicht nur ich der böse Bube bin. Genau, ja, ich habe ihn gefragt wegen der Inflation, die ja, er hat ja gesagt, er wohnt in London, die liegt ja bei um die 10% in Großbritannien, glaube ich. Ich glaube, sie ist jetzt knapp drunter. Aber dann verliert man natürlich mit Monefit Smart Saver genauso Geld. Und ja, da wollte ich mal hören, was er dazu sagt. Unfortunately, yes. So, but when you combine the 2% bonus onto the Smart Saver, combine that with the APY, we are on par with that. But the point is, it is way better than how you would put that into a traditional bank savings account.
Ja gut, der erste Teil seiner Antwort ist natürlich ein bisschen blöd gewesen, von wegen, weil er meinte, wenn man die 2% Cashback noch oben drauf rechnet, aber es sind natürlich auch nur die ersten 60 Tage. Aber er hat, was viel wichtiger ist, hat er gesagt, dass Smart Saver nicht mit der Inflationsrate, sondern mit den traditionellen Bankprodukten konkurrieren soll. Und da liegen sie natürlich genau drüber. Und aktuell ist ja auch die Gefahr, so ein bisschen, ja, wenn die Inflation so hoch ist, dann sollten wir auch aufhören, irgendwie mit immer der Inflation hinterher zu rennen und immer versuchen, die zu schlagen. Ich glaube, das ist aktuell in so einer Phase auch nicht immer das Ziel, sondern es ist einfach das Ziel, den Wert so gut wie möglich zu erhalten und dann wieder die hohen Renditen zu machen, wenn die Inflation dann irgendwann mal wieder runter ist. Genau. Ja, genau. Und dann haben wir auch noch über das über den Verlust gesprochen, also dass halt die Möglichkeit besteht, dass 100% des Geldes halt verloren gehen und ob sich das im aktuellen Zinsumfeld überhaupt lohnt, das Risiko einzugehen. Schauen wir mal. No, I think it's the combination of the overall customer experience, the simplicity, the removing the complexity of setting it up, that literally, as you rightly say, double the interest when you compare with the German market. So, you know, if the German market is going to increase the interest rates around 4%, then obviously we're going to look at across the board in terms of how we would actually, you know, top the level at our product as well. So, as I said earlier, the interest rate that we have, 7%, is at a right level in the current situation. But if the interest rates are rising, then obviously we'll come back to this and we'll review this again. Ja, also er betont hier nochmal die Einfachheit von Smart Saver und auch nochmal den Vergleich, was er eben schon gesagt hat, mit den traditionellen Bankprodukten und der Preis dafür. Das ist eben am Ende halt ja, das höhere Risiko, was man eingeht. Und jeder kann halt selbst entscheiden, ob er dieses Risiko für eine höhere Rendite eingehen möchte oder eben nicht. Aber interessant war noch, dass er erwähnte, dass man im Falle von weiter steigenden Zinsen, und jetzt eigentlich nicht ausgehe, dass die noch großartig viel weiter steigen, aber dass dann auch die Smart Saver Zinsen möglicherweise angehoben werden, um dann eben konkurrenzfähig zu bleiben mit den Banken, wohlgemerkt. Und da habe ich mich gefragt, ob das Gleiche dann wohl auch für Bondora Go & Grow aktuell gilt, ob die sich das auch so anschauen. Ich meine, die sind ja schon viel näher an den aktuellen Zinsen dran als Smart Saver. Mein 4%, das lockt jetzt keinen mehr hinter dem Ofen vor. Würde ich jetzt persönlich nie mehr investieren zur Zeit. Und auch selbst wenn bei Nullzinsen gibt es halt andere Produkte an der Börse, mit denen man das halt ganz einfach schlagen kann. Da brauchen wir jetzt kein Hochrisiko-P2P-Produkt für. Aber es ist halt interessant, dass sie dann schon sagen, okay, dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen höher gehen mit den Zinsen, wenn das aktuelle Zinsumfeld sowieso steigt. Ja, das ist richtig. Ich habe das Sicherheitsthema dann noch ein bisschen weiter ausgereizt, also konnte das ja auch nicht ganz stehen lassen, habe dann halt gefragt, lass uns mal über diesen Fall einer Insolvenz nachsinnieren, was passiert denn, wenn Credit Star insolvent geht, wer kommt denn als erstes dran, ist es der Bond, sind es wir, und da hat er mir eine, schauen wir uns an, Antwort gegeben. So, I think as we clearly set out in our risk and terms and conditions, we have designed this product to be responsive to the changing market conditions, and we always monitor the outside situation, stress test. But in the event when something like that to happen, it might not be always possible to instantly withdraw the funds. You know, in such case, we will receive the customers, investors would receive the payouts in a series of installments. And this means that if all the investors request their funds at the same time, then, we would start paying out as and when we receive the money from the credit customers. Ja, ich glaube, da wollte er mich nicht richtig verstehen zuerst. Ich habe dann natürlich später nochmal nachgefragt, sondern hat sich das Szenario rausgepickt, was du ja auch nochmal später hast, Lars. Was passiert denn, wenn auf einmal alle ihr Geld wollen? Im Fall von einer Insolvenz nämlich bekommt erstmal gar keiner Geld. Da kommt ja der Insolvenzverwalter und hält den Finger drauf und dann gibt's ja ganz klare Regeln, wie das rausläuft. Aber da dann nochmal kurz erklärt, wie das eben im Bankrun-Fall passieren würde, dass er nach und nach ausgezahlt wird und eben so wie das Geld von den Kreditnehmern reinkommt. Ich vermute, du hast auch, aber in meinem Beitrag habe ich auch noch verlinkt, wie das in den AGBs da drin verklausulisiert ist. Also das haben sie sich so schon genau angeguckt und dann auch abgedeckt, wie in welcher Reihenfolge da gezahlt wird. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, das haben wir jetzt nicht die Tonspur, weil er konnte tatsächlich im Gespräch nicht beantworten, wie die Reihenfolge denn wäre im Fall einer Liquidation. Und die hat er mir dann schriftlich nachgeliefert. Und interessant ist, dass die Anleihen und der Smart Saver parallel laufen bei einer Liquidation.
weil beide nämlich unterschiedliche Sicherheiten haben. Die Anleihen werden mit Credit Star Spanien hinterlegt oder liegen dahinter dran, während eben der Smart Saver die Darlehen aus den anderen Ländern hat. Ob das jetzt heißt, dass wir mit dem Smart Saver gar nicht in Spanien investieren oder nicht, das hat sich daraus nicht erschlossen, aber wichtig ist halt nochmal oder interessant ist nochmal, dass wir dadurch ein Stück weit nicht davon abhängig sind, dass der Bond bezahlt wird, sondern halt die Chance haben, dann vielleicht doch einen Teil des Geldes dann zu kriegen. Ja, letztendlich weiß ja sowieso nicht, was mit dem Geld passiert. Also es kann auch genau in die Urlaubskasse vom Chef laufen und trotzdem würden wir es nicht mitbekommen. Also das ist halt immer das Risiko bei solchen Produkten. Ja, nee, aber wenn quasi der Bond den ersten Rang hat und danach dann eher die P2P-Produkte kommen würde, das wird auch nochmal ein gutes Stück schlechter gestellt sein. Aber wir haben ja auch natürlich den Vertrag oder wir haben dazu jetzt nichts Schriftliches, außer der Aussage von ihm. Im Ernstfall ist es eh immer spannend. Ja. Genau, also der Ernstfall, also man sieht es ja bei den anderen Plattformen, eigentlich geht es für die Investoren in den meisten Fällen nicht so gut aus. Nee, also ich habe jetzt ja auch bei Lendi wieder irgendwie Post gekriegt mit Zyklisten. Keine Ahnung, ob da wirklich jeden Euro fließt. Immerhin taucht mal mein Name auf mit dem, was mir noch geschuldet wird. Aber viel mehr ist da jetzt in den 2 Jahren fast nicht passiert. Besser als Vivento, ja. Also die haben einfach die Website offline genommen und keiner weiß, was Sache ist. Man kann den Insolvenzverwalter nicht erreichen und weiß gar nicht, was passiert. Das ist echt. Ja, gibt es Unterschiede. Genau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und da hab ich ihn nach der Covid-19-Krise und dem Absturz der Börsen befragt. Und da wollten ja damals alle an ihr Geld und ihre Cash-Reserven. Ich habe ihn halt gefragt, was passiert, wenn dieser Fall bei Smart Saver eintritt? I think we've got that into 2 parts. So first of all, we are proactively stress-testing it and monitoring the situation. And as and when we feel that we need to up the buffer level, the liquidity levels, we are constantly adjusting that. Recently, we had this little bit of blip around Silicon Valley Bank, if you remember. We had few investors requesting the withdrawals. We were absolutely within the range that we set out. So we have been maintaining our liquidity levels at a reasonably high level, I would say, from some of the competitors in the marketplace. So we are happy with that. But in the case of when everybody, you know, everyone on our platform are simultaneously requesting the withdrawals, then the payout would be in the series of installments as and when we receive the money back from the credit customers. So, I mean, it would apply to all the platform like ours. It's a similar situation. So let's say if you have 50,000 customers and all of them, they want their money back. Obviously, you know, you can't keep 100% reserve, right? So then you would have to wait a little bit until we get the money back from the credit customer, and then we'll start paying it out. Can I just add one more point, and which is quite important? So, you know, in the Silicon Valley Bank situation, we had few customers, you know, taking out the entire deposit amount. But what we are seeing now, the same customers are coming back to the same level. In fact, they are increasing their balance onto the platform. So that goes on to the show that, you know, the customer really started trusting our product. Ja, also er hat gesagt, also sie haben auch einen Puffer für solche Fälle, der dafür vorsorgen soll, dass halt ja, die Kunden ausgezahlt werden können. Der wird auch konstant überwacht und zuletzt hat er jetzt gerade noch erzählt, dass es auch ein erhöhtes Auszahlvolumen im Fall der Silicon Valley Bank gab. Und gerade als Happy End hat er noch erwähnt, dass die Kunden natürlich danach, als sie abgezogen haben, wieder zurückgekommen sind. Aber er meint halt, das hat keine ernsthaften Probleme verursacht. Aber er hat auch nochmal gesagt, und das ist halt der Unterschied zu einem Tagesgeldkonto vielleicht, wo es eine Einlagensicherung gibt, dass bei einem totalen Bankrun auch der Puffer jetzt nicht alles abhalten wird und es womöglich zu Teilzahlungen kommen, weil natürlich das sind ja laufende Kredite im Hintergrund, genau wie bei Motorola Go & Grow, wie wir es da gesehen haben, dass die halt nicht alles auszahlen können. Und eine traditionelle Bank, die könnte wahrscheinlich erstmal alles bedienen und wenn sie pleite geht, dann springt halt irgendwann der Einlagensicherungsfonds ein, man hat das Geld in 7 oder 14 Tagen wieder. Ja, so ist, glaube ich, die Regelung in vielen Ländern. Das wäre halt hier nicht der Fall, sondern müsste man halt warten, einfach bis die Kredite dann wieder zurückkommen und entsprechend die Raten dann die Investoren auszahlen. Mhm. Genau, dann habe ich ihn noch nach dem Prozentsatz der Cash-Reserve befragt. Das ist natürlich ein interessantes Thema, weil bei Bondora ist das ja ein Riesengeheimnis. Die haben das ja noch nie so benannt. Gucken wir mal, was er dazu sagt. I would say in that regards, we have been maintaining the liquidity around between 15% to 20%. And in fact, it's reasonably dynamic. So we have got a platform behind the scene which constantly adjusts the liquidity.
So up to that level, we would be absolutely comfortable without any delay. So we would honor the request of withdrawals in 10 days' time. In fact, for what it is worth, we have been reviewing that to try to reduce that in future, but we need to do a little bit of work before we get to that stage. Anything beyond that, we might have to, you know, think about how we start distributing the funds. But I don't have any specific figure or formula in terms of, but it would be on a pro rata basis, if you know what I mean. Also er hat gesagt, also sie halten einen Puffer dynamisch bei 15 bis 20% von dem Kapital. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, aber je nachdem, wie groß dieses Produkt wird, kann das echt eine Menge sein, die sie da vorhalten müssen. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, plant man das sogar in der Zukunft auch ein bisschen zu reduzieren, weil man halt gerade aktuell sieht, okay, man hat ein gutes Gefühl damit, man braucht nicht so einen großen Puffer und versucht den dann wahrscheinlich auf irgendwie 10%, hat er, glaube ich, gesagt, runterzubringen. Naja klar, jeden Prozent, der denn so runternehmen, ist halt bares Geld, weil sie das halt nun mal in ihre Kredite investieren können und nicht tot vorhalten müssen. Exakt, ja, können sie aber Bondora anlegen. Ah nee, geht ja nur 400 Euro pro Monat. Mit 4% Unlimited geht alles. Stimmt, ja. Da wollte ich nochmal den Tipp geben. Stimmt. Ich hab's vergessen. Der Pro-Tipp und Perpetuum mobile. Nee, also da kann ich das gut nachvollziehen. Und ich meine, gerade am Anfang, denke ich, wollen sie da auf gar keinen Fall Risiko eingehen. Aber du hast ja dann noch versucht, was rauszukitzeln, was denn der Trick ist, warum es überhaupt funktioniert. Genau, dieser ominöse 10-Tage-Puffer, warum das denn so lange dauert und was denn dahinter steckt und ob das nicht vielleicht auch einfach nur ein Liquiditätstrick ist. Exactly. So this 10-day limit is designed for, you know, thinking these future situations in mind. But yeah, I mean, you know, like ultimately we want to get to the stage where we deliver the absolute best experience, not only when we onboard a customer or get their money into the system, but also give them the returns when they need it, because that's precisely why they came to us, right? Ja, also nochmal wahnsinniges Englisch oder endlich mal jemand, den man gut verstehen kann von der P2P-Plattform. Du musst dich auf den Inhalt konzentrieren, Lars, nicht so begeistert sein von seiner Aussprache. Aber ja, natürlich, ich finde es auch schön zu verstehen. Ist echt super, ja. Also dieser Dynamik, die er eben erwähnt hat, da hilft natürlich das 10-Tage-Auszahllimit. Das gibt natürlich Smart Saver in der Zeit Luft zu atmen. Das heißt also, wenn jetzt wirklich 20-30% der Kunden ihre Auszahlung komplett anfordern, dann haben sie halt immer noch 10 Tage Zeit zu schauen, wo kommt das Geld denn her? Können Sie quasi nochmal eine Cashback-Kampagne auf Ländermarkt fahren oder sowas, was auch immer? Ja, vor allem, Sie können ja super kalkulieren. Ne? Beim Tag ist es ja schwierig, wie die Rückflüsse sind. Aber bei 10 Tage kannst du halt schon ziemlich genau das, was Sie an Kreditgeber-Rückflüssen haben, das einegalisieren. Also wenn jetzt halt alles sonntags abheben, dann ist halt vielleicht kommt fast nichts rein. Aber wenn es über 10 Tage schmierst, hast du halt doch noch einen Haufen Rückflüsse, die da reinkommen und können da relativ gut dann mit jonglieren. Also ich denke auch, dass das der Hauptgrund ist, warum wir eben die 10 Tage da sehen an der Stelle. Oder man nutzt die 10 Tage halt, um sich aus dem Staub zu machen und alle Akten zu vernichten. Ja, aber das ist ja dann Weihnachten auch gern genommen. Das kennen wir ja schon, solche Szenarien. Genau, aber Spaß beiseite. Nächste Frage. Genau, ich durfte auch mal eine positive Frage stellen. Das fand ich voll nett. Also und ihr lasst, dass ich nicht immer nur die bösen Fragen zugeschoben kriegt habe. Ich habe dann ihn nämlich fragen dürfen, hier, ne, das Produkt ist noch in der Einführungsphase und was können wir dann erwarten für dieses Jahr? Wo wollt ihr denn hin mit dem Ganzen? Und da haben sie natürlich viel vor. Oh yes, absolutely. You know, when we started building the product, we had a pretty comprehensive backlog of more than a year now. But after seeing the tractions, we have been constantly adjusting that. So the plan for this year is going to be in like in 5 different areas. So first and foremost, we want to enhance our customer experience, introduce an app, because that's what our users been asking for and we are aware of that. We want to introduce the better way of depositing money. We want to increase the transparency so in future our investors would see some sort of quarterly reports in terms of how their account is doing, how the underlying assets are doing. It's basically giving more transparency to the user. We also want to increase the customer engagement. So we want to introduce the features like the recurring savings or auto deposits. And then ultimately, we want to focus on rewarding our loyal customers. You know, we have these amazing referral programs, the bonus scheme. In future, we are working on some new concepts where we reward our loyal customer base. And the last point would be helping more people around the globe. So we want to increase the coverage across many more countries. Ja, deshalb, wenn mein Produktmanager fragt, was er mit seinem Produkt machen will, dann sprudeln die über die Jungs. Sonst haben wir hier auch gehabt den Fall. Aber ich denke, ein paar Sachen werden wir bestimmt sehen. Die
Kundenzufriedenheit erhöhen wollen sie natürlich ständig und die mobile App soll wohl bald kommen, habe ich verstanden, Lars, oder hatte ich das? Ne? Ja. Das ist also nicht nur ein Wunsch, sondern da ist schon konkret was passiert. Das Überweisen soll natürlich noch viel einfacher gehen. Sie wollen die Transparenz massiv erhöhen mit Quartalsreports, was den Account selber angeht, aber auch was die dahinterliegenden Kredite angeht. Also dann vermutlich so eine Kombi aus, guck mal, so viel hast du denn dieses Quartal an Zinsen gehabt und hier der Rendite bei Kreditstage super, das Kreditportfolio wächst, alles toll. Autodeposit, ich vermute dann, wenn du überweist, dass es halt automatisch dann investiert wird und du das Geld nochmal wohin klicken musst. Loyalty-Programm, da haben wir im Nachgang ja off the record noch mit ihm gesprochen, was so ganz gute Konzepte sind und was keine so gute Konzepte sind, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, das könnte nochmal vielleicht so einen kleinen Extra-Schluck geben dann für Leute, die mehr Geld dort anlegen oder vielleicht länger dort anlegen wollen. Mal sehen, was sie draus machen. Und natürlich Expansion, also möglichst viele Länder ausrollen und das Produkt dort anbieten. Ich hätte das mit dem Autodeposit anders verstanden. Normalerweise, du musst ja gar nichts mehr machen. Das ist ja nicht bei Bondora, über Bondora, dass du so ein Wallet hast, sondern es ist ja sofort investiert. Ah, okay. Ich hatte das eher so verstanden, dass er so eine Art Sparplanmöglichkeit damit meint, dass es vielleicht automatisch irgendwie eingezogen wird oder so. Könnte auch sein. Wäre natürlich noch einfacher. Ja, hatte ich. Ja, das kann gut sein. Da kannst du gut recht haben, ja, dass er das damit gemeint hat. Also ich hatte ja auch den Eindruck, dass er halt möglichst einfache Wege oder viele Wege haben wollen, wie du das Geld bei ihnen unterkriegst und ja, wahrscheinlich Bankeinzug in der Art. Ja, und Loyalty-Programme, damit kriegt man mich natürlich auch die ganzen Sparkarten und ich bin ja sowieso Mitglied in gefühlt jedem Loyalty-Programm, also da bin ich natürlich dann sofort auch dabei. Ja, hätte ich ihm verraten sollen, dass er vielleicht auch Krypto-Punkte oder so Gummipunkte irgendwie noch, ne, so für jede volle 1000 Euro gibt's einen Punkt und in alle 10.000 Punkte kriegt man nochmal 10 Euro obendrauf und na, egal. Egal, Hauptsache was kostenlos. Lass uns mal zur Konkurrenz rübergehen. Genau, ich hätte ihn noch gefragt, wieso das so ist, dass Monifit Smart Saver doch so sehr an das Produkt Bondora Go & Grow erinnert. Und ich weiß nämlich zufälligerweise, dass ein Ex-Mitarbeiter Bondoras, auch ein ziemlich fähiger, dass der bei Creditstar eingestiegen ist und ob das eventuell einen Einfluss darauf hatte. I think to be honest, yeah, I'm a product guy, so we never looked at, we reviewed the products which are out there in the market, but we never copied anything which is out there. Our product is designed and built, and it is still in MVP stage, by the way, based upon a thorough customer research. You know, we wanted, when we spoke to our users, you know, they wanted a fixed income product that gives amazing returns without the complexity. That was the very first hypothesis, and that's how we started building it. So I would disagree that this was inspired by Go and Grow, if you like. Okay, ja, also laut Cash wurde hier nichts kopiert. Also man hat einfach drauf geschaut. Da war er fast sauer, da war er fast sauer auf dich, Lars. Ein bisschen, ja. Also man hat halt geschaut, was am Markt gut funktioniert und was die Kunden wollen. Also viel Geld und dafür wenig tun. Und das sah halt am Ende zufälligerweise aus wie Bondora Go and Grow. Interessant war noch, was er erwähnt hat, dass es ein MVP ist. Weißt du, wofür das steht? Ja. Genau, es steht für Minimum Viable Product, dafür für unsere Community jetzt auch. Und ich habe mir mal gerade bei die Definition bei Wikipedia rausgesucht, das ist ganz lustig, was da steht. Und da steht ein Minimum Viable Product, wortwörtlich ein minimal brauchbares oder existenzfähiges Produkt, ist die erste minimal funktionsfähige Iteration eines Produktes. Also was wir hier sehen, da muss man sich mal wieder klar machen, das ist echt einfach nur so ein wahrscheinlich ein Auswurf von einem Programmierer von einem halben Tag ist und damit aber jetzt wissen wir doch, hat uns doch der erzählt, der Hendrik. Nee, Hendrik. Hendrik hat uns das auch erzählt, dass sie das hingestellt haben für sie ganz schnell. Ja, das ist halt echt, da muss man sich mal wieder klar machen. Also das funktioniert halt schon ganz gut, obwohl es halt wirklich so eine Minimalversion ist. Man sieht es ja auch an diversen Stellen. Ich meine, man überweist mal auf das Konto von Ländermarket statt irgendwie auf Creditstar oder ein eigenes Konto. Und hier und da merkt man das halt oder auch in den Anzeigefunktionen, die noch nicht richtig ausgebaut sind. Aber trotzdem wird das Produkt schon echt gut angenommen. Und das ist schon krass. Also wenn die das dann ein bisschen mehr Zeit reinstecken und Funktionen, dann kann das was werden, glaube ich. Ist doch perfekt für dich, Lars. Ist das typische 80-20, ne? 80% der User-Features und so werden glücklich gemacht und der Aufwand ist halt eben nur mit 20% oder so von dem, wie wenn sie es zu 100% fertig machen würden. Ja, ich meine, man braucht ja für so ein Frontend tatsächlich nicht viel, ne? Und man muss ja sowieso nicht transparent machen, was mit dem Geld passiert. Das heißt, man muss es einfach nur einkassieren. Ja. Ein paar Funktionen reingedingst für dich. Die Edge Cases, das wissen alle, die in der IT unterwegs sind, die sind die teuren Geschichten. Das ist das, was den richtig dann Aufwand macht. Fehlerbehandlungen von irgendwelchen Randfällen, die halt nicht oft vorkommen. Und
da haben sie einfach keine Zeit und Energie reingesteckt und erstmal testen wollen, ob das Ding funktioniert. Und deswegen ja auch noch passende Frage für mich, oder? Ja, aber vielleicht sagen wir gerade noch dazu, dass das ja vielleicht von uns, von der Publisher-Seite auch mitbekommen haben, dass das Cashback auch gar nicht funktionierte zu Anfang. Also es war auch so ein irgendwie dahingestricktes Ding, was bei dem Großteil der Kunden gar nicht funktioniert hat, sondern erst dann im Nachhinein, als es dann gemeldet wurde, repariert wurde, dass es dann auch wirklich funktionierte. Das war auch so ein Ding, wo man wieder merkt, dass es einfach mit ziemlich heißer Nadel allerdings gestrickt wurde. Ja. Aber ja, zu deiner Frage. Genau, also da haben sich vielleicht auch ein paar geärgert darüber, dass mit dem Cashback geklappt hat. Und was nämlich auch nicht geklappt hat, oder eigentlich klappt schon, aber was man halt auch ein bisschen holprig finden kann, ist das Thema Auszahlung. Also man sieht, wenn man eine Auszahlung getätigt hat, halt erstmal gar nichts. Und nach 10 Tagen auf einmal macht es plump und auf dem Kontoauszug erkennt man, dass das Geld halt wieder da ist. Und da war natürlich die Frage, ob es denn da ein paar Updates gibt in Zukunft, um das mal ein bisschen transparenter oder klarer zu machen und man nicht irgendwie 10 Tage bangen muss, ob das Geld kommt oder was überhaupt los ist. Ob es kaputt ist, ja. Oh, absolutely. Yeah, we have been thinking about making some quick change on the user experience side. We did have a little bit of technical glitch around the comps. So, you know, the plan was to let the customer know that you have requested the withdrawal of an X amount through an email and through a portal, your self-service portal. And once that money gets processed, you would receive another email saying that we have not processed your money, you would receive that in 2 days' time, just in time for 10 days. So we are definitely going to double down on that space to make sure that they know exactly what they did and where that money is in what chain. Ja, also hat schön zugegeben, dass es da ein paar Probleme gab. Glitches, und das finde ich nett, dass sie da zukünftig auf jeden Fall ein Augenmerk drauflegen wollen. Also eine E-Mail, ein Portal, einen Status anzuzeigen, so dass wir halt jederzeit sehen, in welchem Status das Geld gerade ist und wann es dann halt wohin kommen sollte. Ja, also das Problem ist, wenn man das sehen würde. Ja, durchaus problembewusst das Ganze. Ja, und dann hast du noch als Bonusfrage die spannende: Zeig uns mal dein Sheet in der Hinterhand gehabt, ne? Genau, ich wollte wissen, wie groß denn jetzt das Portfolio ist. Well, I can tell you right now. I can't reveal the precise number. At some stage, obviously we will, when we start publishing our quarterly updates. But our platform has been growing way more than we expected. Surprisingly, we are not picking up investors from our competitors' platform, if you like, but it's going really, really well. Yeah, I mean, that's at this point in time, that's what I would say. It's way above 1 million, that's the number that you have, basically. Genau, also ich hatte als zuletzt die Nummer, die Zahl 1 Million Euro gehört, dass so viel bereits angelegt wurde, aber er meinte halt, mittlerweile ist das deutlich mehr, aber er möchte uns die genaue Größe nicht verraten. Aber was interessant ist, dass es wohl jetzt irgendwie quartalsweise Berichte geben soll. Da bin ich mal sehr darauf gespannt, auf den ersten, die sich gerade in der Vorbereitung befinden und die uns da ein bisschen mehr Einblick geben. Also das wird auf jeden Fall eine schöne Lesung werden. Ja, das ist auf jeden Fall schon das Doppelte, mindestens. Ja, ich denke auch, also vermute ich mal. Also der kann sich jetzt feiern lassen und hat seinen Bonus verdient für dieses Jahr. Ich meine, du hast ja eben gesagt, also Monefit ist ja inzwischen auch bei Tagesgeldvergleichen angeschaut, angekommen. Also kann man sich ja mal angucken, also einfach mal bei Google eingeben, Monefit Smart Saver, und dann mal die Tagesgeldportale durchschauen, was da so über Monefit geschrieben wird, und dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja. Aber das zeigt schon, dass das Produkt eine gewisse Zugkraft entwickelt hat und dass das auch erstmal weitergehen wird. In einem Gespräch nach unserer Aufnahme ist er dann doch noch mit der Information herausgerückt: Aktuell hat Monefit Smart Saver ca. 1600 Investoren und es wurden bereits über 5 Millionen Euro eingezahlt. Was schon eine ganze Menge ist, das sind dann ca. 3000 Euro pro Person. Und er meint, die Ziele für das restliche Jahr sind noch weit höher und wir können vermutlich also nochmal von einer Verdopplung ausgehen. Das ist zumindest meine Annahme. Also das Produkt scheint in der Öffentlichkeit ganz gut zu ziehen. Genau. Aber lass uns mal kurz zum Fazit kommen, Lars. Also du hast ihn ja eh gekauft, ne? Also das ist ein englisches Top. Du hast ihn als nächsten Speaker schon geordert, richtig? Ja, und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich jetzt Lust auf indisches Essen. Keine Ahnung, ob das daran liegt, aber ja, aber nee, ich finde das Produkt super interessant. Ich fand ja auch Bondora Grand Clos damals schon interessant. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass die Credit Star Group dahinter ist, der ja schon, wie ich ja eben schon gesagt habe, seit Jahren irgendwie nachgesagt wird, dass es da Probleme gibt. Aber irgendwie passiert ja nichts und die bauen ihre Produktpalette immer weiter aus.
Und ich finde es eigentlich auch gut, dass Bondora da ein bisschen Konkurrenz bekommt. Und deswegen habe ich mich auf jeden Fall auch entschieden. Ich hatte mein Geld kurzzeitig wieder abgezogen, weil ich es halt privat einfach genutzt habe. Und jetzt habe ich es wieder eingezahlt, ein bisschen mehr sogar. Und tatsächlich werde ich ein bisschen was von meinem Bondora-Account umschichten im nächsten Quartal und einfach so ein bisschen auf Monifit schieben und mal gucken und das Projekt einfach begleiten, weil ich es einfach ja ganz cool finde. Ja, ich muss sagen, ich habe auch Geld eingezahlt gehabt. Für meine Verhältnisse war das auch spürbar Geld. Habe es auch mal abgezogen wieder, weil ich wollte tatsächlich die Quartalszahlen und wie sie mit ihrem Bond umgehen abwarten. Das war für mich schon so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen, auch bei Ländermarket. Und nachdem ich jetzt eben die Zahlen gesehen habe und dass sie den Bond da jetzt lancieren, bin ich auch relativ optimistisch für meine Verhältnisse. Ich würde vielleicht noch abwarten, wie gut sie den Bond an den Markt kriegen, also ob sie ihn loskriegen, aber würde ich fast drauf tippen. Und dann vielleicht ja, keine Ahnung, Steuervorauszahlung oder so eine kleinere, größere Position dann dorthin legen. Also sicherlich nicht fünfstellig, aber gut vierstellig kann ich mir schon vorstellen mittlerweile wieder. Also für sich halt diese Produkte super eignen, auch Bondora, ist halt einfach, um Sachen anzusparen. Ich habe es jetzt bei meinem neuen Auto gemerkt, also das habe ich ja bei Bondora angespart, das war echt super. Also die Zinsen, die dann zum Schluss reingekommen sind, wenn man eine große Position da liegen hat, das ist schon ziemlich cool. Und dann kannst du halt abziehen und wirst irgendwas anderes ansparen. Ja, und viel besser ist halt auch, ne, du hast nicht dieses Einzahllimit. Das ist ja das, was bei Bondora jetzt voll nervig ist. Jetzt habe ich 6,75%. Jetzt habe ich da so ein paar tausend Euro rumliegen. Ja, und jetzt gibt's irgendwie, keine Ahnung, letztens habe ich gedacht, oh, ich könnte ja eigentlich mal einen kurzen Dip wieder nutzen und irgendwas kaufen, aber nee, wenn ich das mache, dann ist das Geld weg und dann muss ich es wieder langsam, mühsam aufbauen. Habe ich da nicht, da kann ich ja, gut, da kann ich auch keinen Dip nutzen, das muss man ja auch ehrlich sagen, bei Bondora ist es ja wirklich Schnipp da Geld, ne? Da habe ich halt die 10 Tage, also mit Beise-Dip ist da halt nicht wirklich. Ich glaube, es ist auch wirklich nur was für Menschen, die überhaupt die Einfachheit auch lieben. Alle anderen, die können auch gleich zum Ländermarkt gehen, sich da ein bisschen höher verzinste, vielleicht die gleichen Kredite holen. Aber da muss man sich halt ein bisschen mehr mit beschäftigen als bei Monifit. Ja, aber für einen Urlaub ansparen oder für eine Steuernachzahlung ansparen, da reichen die 10 Tage in der Regel. Das ist, finde ich, eigentlich genau perfekt. Ja, Steuernachzahlung sehe ich persönlich ein bisschen kritisch. Also das würde ich nicht machen. Ja, meinst, das, falls es weg wäre, meinst du? Genau, also ich habe meine Steuernachzahlung tatsächlich auf Zinspilot liegen und da auf einigermaßen ordentlichen Banken. Ich rede jetzt auch nicht von Leuten, die jetzt so wie du selbstständig und richtig Steuernachzahlung. Ich habe jetzt auch so vierstellige Steuernachzahlung, weißt du, durch die P2P-Zinsen eine Steuernachzahlung oder so. Da ist es ja bei den meisten ein paar hundert Euro, vielleicht mal 2.000, 3.000 Euro, aber halt nicht 20.000 Euro oder keine Ahnung, was es bei dir ist. Ich wollte mal gar nicht drüber reden, aber genau, nee, klar. Also für Geld, wo ich zur Not halt auch mein Dispo nutzen könnte, wenn es ganz schlimm liefe. Gut, ja, dann ist das okay, aber da wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtiger. Oder Versicherung oder Kfz-Steuer, das so Sachen, also Ausgaben, die einem nicht umbringen, aber schön, wenn sie da sind und einfach auf Knopfdruck dann bezahlt werden können. Ja, Familienurlaub oder sowas, was nicht so wichtig ist. Genau, halt. Genau, die nächste Kreuzfahrt, solche Sachen. Ja, Hochzeiten. Hochzeiten, alles, was teuer ist und was man eine Weile ansparen kann, ist, denke ich, keine so schlechte Idee. Aber wenn es halt dann doch nicht klappt oder warum auch immer was passiert, eben kein großes Drama auslöst, da kann man sich das schon überlegen, tatsächlich mitzunehmen. Und wie du sagst, für Leute, die entspannt sind, wenn halt die 5. Verlängerung kommt und eben nicht nach 90 Tagen ausgezahlt wird, die nehmen dann halt die 18% Zinsen und gehen zur Ländermarket. Genau, da habe ich zum Beispiel ja auch angelegt oder angefangen zu investieren, allerdings auch für ein privates Sparprojekt, das ich jetzt hier nicht vertiefen möchte, aber da weiß ich halt auch, dass ich es in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht brauchen werde. Aber da weiß ich halt auch, dass ich eine enorme Rendite habe, auf die ich gut verzichten könnte, zur Not, wenn es weg wäre. Aber trotzdem kann mir das über die Jahre dann halt doch schon ein bisschen helfen. Da für solche Sachen ist Ländermarket auf jeden Fall eine bessere Wahl, denke ich. Genau, und wer sich für Ländermarket interessiert, schaut in unsere alten Ten-in-Tens rein, da haben wir das auch da, die Risiken nochmal schön ausgearbeitet und drüber geredet. Und ansonsten, denke ich, haben wir mit Monifit alles gesagt, was gesagt werden musste, oder? Ja, außer vielleicht noch zu erwähnen, dass es natürlich keine Anlageberatung ist, dass wir für die Verluste nicht aufkommen. Ich bin so stolz auf dich, du denkst an einen Disclaimer und machst den, das finde ich so schön, das rettet jetzt meinen Abend. Ja, gerade da du direkt mit Tagesgeld angefangen hast, ist natürlich wichtig, dass wir das noch mit dem Disclaimer abschließen, bevor du hier in Teufelsküche kommst. Und ich sag's nochmal explizit für den Felix und für alle anderen da draußen, nein, es ist kein Tagesgeld. So sieht's aus. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bewertet uns, wird mal wieder Zeit, dass wir eine schöne neue Apple-Bewertung bekommen. Abonniert uns und hört beim nächsten Mal wieder mit rein. Auch von mir. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.